Dafür brauchen wir 200 Gramm Zucker und 2 Fläschchen Vanillezucker. 120 Gramm Butter und 150 Milliliter Wasser. 500 Gramm Milchpulver und 100 Gramm Kakaopulver. Wir kochen das Wasser mit dem Zucker und Vanillezucker in einen Kochtopf. Dann kochen wir diese Mischung auf dem Herd und rollen. Danach mischen wir Kakaopulver und Milchpulver. Wir lassen den Teig ungefähr 15 Minuten abkühlen. Da schneiden wir den Schokoladekuchen in Stücke. Dann wünschen wir eine gute Zeit.